Herzlich willkommen. Seven, ist alles technisch soweit, dass wir loslegen können? Perfekt. Okay, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. War mal zuerst auf die Konferenz, dürfen eigentlich nur alle, die 13 bis 21 sind. Warum es trotzdem total Sinn macht, das hier zu erzählen, sage ich am Schluss. Jetzt geht's erstmal los. Ich habe eine Präsentation gebaut. Und zwar, das ist Till Lindemann, der Sänger von Rammstein. Und das ist Till Lindemann, wenn er auf dem Weg ist, um in Berliner Festspielen aus seinem Gedichtband vorzulesen. Man merkt den Unterschied. Das sind die Berliner Festspiele. Normalerweise finden da Veranstaltungen wie das Theatertreffen oder das Literaturfestival statt. Und die Berliner Festspiele haben uns eingeladen, ein Programm zu kuratieren, das mit dem Internet und mit Jugendlichen zu tun hat, damit sie ihr Portfolio ein bisschen erweitern können. Wir haben gesagt, Challenge accepted. Und genau, was wir mit der TinCon vorhaben, das ist sozusagen ein reverser Lindemann. Man kommt in seiner Schuluniform und spuckt Feuer, wenn man geht, wenn alles gut läuft. Das sind Jugendliche, wenn man Stockfotodatenbanken fragt. Und das sind Jugendliche mit ihren mobilen Endgeräten. Und da kommen wir ins Spiel. Wir machen, wie gesagt, ein Festival für digitale Jugendkultur. Und was das bedeutet, sage ich jetzt. Damit sozusagen das Programm nicht nur von Erwachsenen ausgedacht ist und Kindern aufoktroyiert oder Jugendlichen, haben wir diesen sympathischen Jugendbeirat, dem ich regelmäßig Programmideen vorstelle und der sie dann kommentiert, der sich Sachen wünscht. Und unter anderem hatte ich mit denen einen Workshop an der Ostsee und sie haben sich tatsächlich gewünscht, Sachen wie, wir würden uns ja für Politik interessieren, aber es müsste uns jemand vernünftig erklären. Außerdem haben sie auf diesem Workshop dieses herrliche Lied gedichtet, bei dem man schon sehen kann, die ticken gar nicht so sehr viel anders und wissen auch, was Netzneutralität bedeutet oder eben halt noch nicht. Und sie haben sich ausgedacht, dass sie das gerne haben wollen. Und wie gesagt, es ist ein bisschen wie die Republika für Jugendliche, nur am Wochenende, weil sonst ist ja Schule. Also es wird bei uns geben Technologie, Hardware und Code, Mensch, Gesellschaft und Wissenschaft, Politik, Medien, Games und YouTuber tatsächlich auch, Lifestyle und Design, Kultur, Kunst und ein Rahmenprogramm und natürlich Virtual Reality. Die dabei sind bis jetzt, ich dachte mir, okay, wenn sie jemanden wollen, der Sachen erklärt, dann fragt man als allererstes am besten den Mann von der Sendung mit der Maus. Der Mann von der Sendung mit der Maus hat ja gesagt, genauso wie Sascha Lobo. Clementine Vamaria, die auf medium.com einen wunderbaren Artikel über das Flüchtlingsdasein geschrieben hat, die wir so entdeckt haben. The Constitute, die sozusagen ein Institut für Zukunftserforschung sind und auch diesen herrlichen Helm gebaut haben, mit dem man seine Augen aus dem Körper raus verlegen kann und so seine Wahrnehmung ein bisschen verändert. Wir werden Gameboy-Musik haben. Wir bauen eine Spiele-App, die so barrierefrei ist, dass sie sowohl von Blinden, Gehörlosen als auch Leuten ohne Beeinträchtigung gespielt werden kann. Es stellt sich noch raus, wie das dann funktioniert. Wir haben Poetry Slam über digitale Themen. Außerdem habe ich eine Berliner Firma gefunden, die gerade versucht, auf einem Chip den menschlichen Organismus nachzubauen, sodass man keine Tierversuche mehr braucht, weil es ein ziemlicher Forschungsumbruch wäre. Es ist sicher auch für Jugendliche spannend. Wir werden Workshops haben zu Memes, Datenvisualisierung auf Postkarten, nicht im Internet, ein GIF-Museum, man kann Games prototypen und die generelle Idee hinter dieser Aufzählung ist, man versucht Jugendliche aus bestimmten Communities zu erreichen und weil sie einfach in sowas wie Konferenzen wahrscheinlich nicht so geschult sind, habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn man sich schon für was interessiert, wenn man zu uns kommt und noch besser, wenn man wenigstens einmal mit irgendjemandem gesprochen hat, zum Beispiel ein Coder mit einem Manga-Mädchen oder so, was man vielleicht vorher nicht getan hat. Man weiß nie, was da für Sachen rauskommen. Das, was jetzt bald kommt, ist der Call for Action. Also wenn man entweder 13 bis 21 ist oder irgendjemanden kennt, der in dem Alter ist und der sich dafür interessieren könnte, der kann uns ab nächster Woche die Ideen schicken, weil die Leute, die wir bis jetzt eingeladen haben, sind natürlich auch eher alt und wir hätten gerne Leute auf der Bühne, die tatsächlich auch so alt sind wie die Leute, die sich das angucken. Und sonst so.
und da, damit bin ich dann bei euch. Wenn man über 21 ist, kann man trotzdem dabei sein. Wenn man noch eine Idee hat, irgendwas, was ich in dieses Programm einreihen würde, so, schreibt man mir einfach eine Mail und dann überlegen wir, wie wir das noch hinbekommen. Was wir gerade noch brauchen, sind Leute, die sich mit Internetrecht und überhaupt digitalen Bürgerrechten auskennen. Deswegen bin ich heute auch hier. Wenn jemand gerne coden, die Anfangsstufen weitererzählt und ausprobiert, solche Leute brauchen wir auch immer und alles Mögliche, was man sich sonst noch denken kann. Weitere Infos findet man auf unserer Seite, die noch nicht, also man findet eigentlich nichts auf der Seite, aber sie ist da und auf Twitter. Und damit man sich das vom Zuschnitt noch ein bisschen besser vorstellen kann, wie wir uns das alles ausgedacht haben, präsentiere ich von Medienkünstlern, die auch dabei sein werden und Hardware-Hacking zeigen, eine Arbeit, die ich gefunden habe und die das alles irgendwie gut illustriert, wie ich finde. Ah, warum? Ich kann es gerade von da aus sehen. Ja. Ja. Okay, los geht's. Look, Adam, there's a nice apple. Oh, that's Forbidden Eve. Genau, und das war's von mir. Falls noch Fragen sind, gerne. Okay, vielen Dank, Katharina. Bleib ruhig noch mal eben kurz vorne, vielleicht gibt es ja Rückfragen dazu. Ja, jetzt. Hi, ich bin jetzt und ich habe ja immer Mentor gemacht bei Jugendhakt und ich frage mich so ein bisschen, was so da das pädagogische Konzept an der ganzen Sache, wie man mit den Kids und Jugendlichen da irgendwelche Sachen macht und habt ihr auch coole T-Shirts? Natürlich haben wir coole T-Shirts, im besten Fall werden die Vorlagen dafür im Laser vorbereitet in unserer Fashion-Ecke, die es natürlich auch geben wird. Das pädagogische Konzept ist schon dahinter, dass man irgendwie weiß, dass die Kinder mit den gleichen Nachrichten, mit den gleichen politischen Problemen, mit den gleichen Herausforderungen im Internet oder wie der Work-Teil da reinkommt, ist zum Beispiel auch, dass man seiner Oma jedes Weihnachten wieder erklären muss, wenn man was anderes werden möchte als Arzt oder Handwerker oder sowas. Und auch in dem Bereich wollen wir ein bisschen was machen. Und ich glaube halt einfach, wenn jetzt gerade die Weichen gestellt werden für alle möglichen Internetregulierungen oder politischen Regulierungen, dann wäre es wichtig, mit denen zu sprechen, die es auch betrifft, beziehungsweise die es ausbaden müssen und sie von unserer Warte da ein bisschen reinzugleiten und auch zu befähigen, bevor sie das Wahlrecht haben, sich irgendwie einzubringen. Und also es ist eine große Befähigungsveranstaltung, wo man irgendwie versucht, Jugendliche ernst zu nehmen. Okay. Zufriedenstellend beantwortet. Hier vorne noch eine Frage oder Kommentar? Eine
ganz pragmatische Frage, warum ab 13, warum nicht ab 11? Meine Tochter ist 11 und die liebt HTML. Ja, also wir mussten halt will auch kommen. Von 13 bis 21 ist schon relativ weit gefasst, dafür ein Programm zu finden, das alle Entwicklungsstufen, alle möglichen Vorkenntnisse erfasst. Das ist schon 13 bis 21 schon eine Herausforderung. Und es gibt nochmal einen Sprung beim Jugendschutz, deswegen von 13 bis 21. Aber wir machen das auf jeden Fall auch ein zweites Jahr und wenn da irgendwie Bedarf besteht, dann versuchen wir darauf zu reagieren. Okay. Dann ich nochmal eine fiese Frage. Was sagt euer Jugendbeirat dazu, dass die 13- bis 21-Jährigen als Kinder bezeichnet werden? Naja, also rechtlich ist es ja tatsächlich so und wir sagen aber sonst immer Jugendlichen. Genau. Okay, gut. Gibt's Rückfragen? Bis 21 nicht mehr in den USA. Kommentare, weitere? Okay, Träger außer den Festspielen? Die Berliner Festspiele haben uns nur eingeladen. Die TinCon ist ein e.V. Dahinter stehen tatsächlich zwei der Republika-Gründer. Förderer kommen aus Ministerien. Die einzigen, mit denen wir eigentlich nicht arbeiten, ist die Wirtschaft. Aus dem Grund, dass wir halt das nicht zu einer Zooveranstaltung machen wollen, wo man Marktforschung betreibt, sondern da sollen die Jugendlichen so ein bisschen unter sich bleiben. Okay. Gut, dann... Vielen Dank, Katharina. Nochmal dicken Applaus.